Lieber Markus, ja? Was hat dich heute dazu bewegt, hier am Wetzikermärz zu kommen? Würst und was machen wir alles noch? Glühwein und Glühwein, ja. Genau. Hast du gefunden, ich komme jetzt einfach mal, da zum Grund gegeben, wieso? Mich hat es letztes Jahr gestört, dass es keine grillierte Würst hat. Und dann habe ich mich dazu hinreissen lassen, zu sagen, ich mache das Jahr. Und darum bin ich heute da. Ja, ist sicher trocken nächstes Wochenende. Ein bisschen wärmer als heute noch. Ja, und kommt sicher auch gut nächstes Mal. Eben, und sonst habe ich gesehen, ihr habt noch Glühwein, stimmt's? Ja, Glühwein haben wir auch. Ja, mal etwas Spezielles. Nicht immer nur Glühwein. Original Mini-Donuts. Mini-Donuts. Mit Soße und Streusel und Puderzucker. Alle? Ja. Darf ich Sie fragen, was Sie verkaufen? Momo, tibetische Spezialität Momo. Wunderbar. Heute ist das Wetter etwas besser. Ja. Er hat ein bisschen mehr Leute. Ja, ein bisschen mehr. Und Sie essen ein bisschen mehr, oder? Ja, genau. Also, ich bin Andreas Bürgelin. Ich bin Lara Wagner. Und von den Produkten haben wir haben Kristall. Wir haben von Kristall haben wir Schalen und Tischdekorationen. Dann haben wir weiter das eigene Parfüm, das wir gemacht haben. Scherenschnitt und Scherenschnittkarten. Und wir haben auch Getränke, wir haben Punsch, wir haben Lumumba und Weihnachtskaffee. Ich habe jetzt das Wochenende, was ich hier jetzt erlebt habe, habe ich am meisten geschätzt. Die Herzlichkeit, wie man hier empfangen wird, der Umgang mit den Leuten, wie wir untereinander sind, auch mit den Betrieben. Ich finde, es ist einfach die ganze Situation und die ganze Stimmung ist wirklich herzlich und geht in ihre Familie in jede Richtung. Also ich habe ein gut aufgehobenes Gefühl gehabt. Also dürfen wir in dem Fall im 2020 wieder mit euch rechnen? Sehr wahrscheinlich, ja. Wir sind Tratlet Factory Street Food. Rafael Dominguez, Inhaber, mein Vater, Jose. Und wir verkaufen feines Tratlet. Die gute Stimmung, die guten Leute und eine festliche Stimmung. Das ist eigentlich das, was wir am meisten schätzen. Also in dem Fall bis nächstes Jahr? Ich denke schon, ja. Nochmal. Was schätzt du am meisten am Fenster? Ja, dass man hier zusammenkommen kann, dass man sich hier trifft, dass es kleine Sachen sind, dass es Sachen sind auch vom Ort und dass man einfach die Leute sieht und die Leute noch kennt, die da sind. Barbara, wieder ein Jahr am Adventsdorf. Ja. Und alles hat passt, oder? Alles hat geklappt. Wir haben tiptop gestartet. Wir freuen uns auf lauter Besucher. Und die unseren Glühwein probieren und sich da am Feuer wärmen. Vielleicht versteht mich ja jemand. Jetzt rede ich Borisch. Das macht gar nichts. Also wir sind Multikulti und freuen uns auf alle, die kommen. Ich war gestern im strömenden Regen da, um ein unterstützen und schauen, wie es so geht. Und dann haben also ein paar haben hinter den Ständen ausgeharrt und es war eindrücklich. Heute ist es schön mit dem Wetter. Also das ist eigentlich das, was du gewünscht hast. Schönes Wetter, oder? Wünsche ich mir. Also natürlich zum selber da durchlaufen. Aber vor allem für die Leute, die da Stand haben und sich engagieren und etwas verkaufen wollen. Ich habe einfach gehört, es gibt ein paar interessante Sachen. Und vielleicht sieht man ja die einen oder anderen Nase, die man schon lange nicht mehr gesehen hat. Witzige Wurst. Wo gibt es die? Die habe ich noch nicht gesehen. Ich bin der Herr Zimmermann und wir verkaufen Schmuck, den Frau Walter selber macht. Und nächstes Jahr sind wir definitiv auch schon wieder dabei, ist das schon? Ja, sind wir schon dabei. Ist schon bestimmt? Ja, ist schon bestimmt. Wunderbar. In dem Fall läuft es bei euch. Genau. Jetzt ist es das dritte Jahr. Das erste Jahr waren wir nur alleine als Glühweinhunde und jetzt ist ja das zweite Jahr hintereinander, das Adventsdorf. Die ersten zwei Tage hat das Wetter nicht ganz so mitgespielt, aber ab jetzt ist trocken, es ist kalt. Der Glühwein lockt, den gibt's in Rot und Weiß. Und ihr habt den Besten? Ja, wir haben den Besten. Logisch. Eigenes Rezept, nicht einfach nur aus der Flasche. Genau. Und die Leute bestätigen das auch, dass der gut ist. Und wir freuen uns, dass es schon Menschen gibt, die schon zum zweiten, dritten Jahr kommen und immer wieder fragen, das sind ja die gleichen im letzten Jahr.
Und gibt es irgendetwas da, wo jetzt findest, hey, weißt du was, das fehlt mir jetzt an diesem Dörfli? Also vielleicht ein Geschenk, was es halt sonst amigs gibt, so ein bisschen, ja. Aber sonst finde ich es eigentlich herzig. Würdest du wieder machen, oder? Ja. Also du bist in dem Fall das erste Mal in Wetzikon und kommst gerade aus dem Fenster? Nein, in Wetzikon bin ich schon viel gewesen, aber da bin ich zum ersten Mal. Okay. Und der Glühwein sehe ich gerade, hast du dich für den Weiss entschieden, ist wunderbar. Mhm, schon dreimal. Für den willst du wiederkommen? Ja, also es ist eh mega gemütlich, ja. Ich glaube schon, wir kommen wieder. Ja. Wie ich davor erfahren habe, also in der Zeitung war es und über den Gewerbeverein hat man es gehört, also es ist genügend publiziert worden, dass man es gehört hat. Ja, so ein bisschen Geselligkeit da, dass man einander trifft. Und jetzt hat es natürlich noch einen schönen Anlass gehabt. Das war speziell eigentlich, ja. Ist ja auch ganz lässig für Kim. Ja, er hat Freude gehabt. Ja, genau, ja. Er ist hin und weg. Ich finde die Stimmung auch schön, jetzt mit der neuen Weihnachtsbeleuchtung. Es ist alles schon schön dekoriert, es hat verschiedene Stände, es ist sehr vielseitig. Und es ist einfach gemütlich da, mal an diesem Feuer zu sitzen und Leute zu treffen und Glühwein zu trinken. Wetzikerwurst essen, genau. Es ist ein perfekter Abend. Also, eigentlich ist das also wie ein Highlight von der Adventszeit, wenn man sich im Zentrum von der Stadt Wetzikon kann treffen mit allen Leuten, die man kennt. Und man hat einen Treffpunkt und es ist einfach schön da. Es gefällt mir. Fehlt noch irgendetwas? Das Essen ist gut. Fehlen? Nein, eigentlich nicht. Ich kann alles, was ich brauche. Ja, die Feuershow sind da gewesen. Hat die euch gefallen? Ja, die hat uns gefallen. Zwar, ich finde jetzt, ich bin so ein bisschen langsam aus dem Alter raus. Also, ich muss es jetzt nicht unbedingt gesehen haben. Wir sind in der Bünzli drucken. Mary und Carla, die zwei Tätschmeister hier. Hallo miteinander. Schön, ist sie voll. Läuft's? Ja. Was? Ja, schön. Besser als gestern gut. Wir haben heute natürlich auch Wetterglück. Es schneit zwar noch nicht, aber das kommt vielleicht aufs nächste Wochenende. Würde aber euch nicht schneien? Nein, gar nicht. Wir haben hier innen schön warm. Es ist angenehm. Wir zwei sind da. Also ihr seid auf jeden Fall nächstes Jahr wieder dabei? Ja. Ich denke ja, wir sind wieder dabei. Wir freuen uns auf die Wetzikon. Ja, vielleicht wenn man noch das noch publiker machen könnte, ne? Dass es hier wirklich Adventsdorf immer gibt, aber es wird von Jahr zu Jahr besser. Ich würde mir einen halben Meter Schnee wünschen, dass es so richtig weihnachtlich ist. Das ist eigentlich gut, ich kenne den Weihnachtsmärz Winti und der ist grauenhaft. Also da ist viel gemütlicher.